1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Freitagnacht, eine kalte, eine neblige Dezembernacht. Und, na, mal sehen, über was wir uns unterhalten werden. Wie immer könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Die Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist eine Die, nämlich Susanne. Und Susanne ist 24 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo Susanne. Hallo. Um was geht's bei dir? Mein ganzes Leben ist beschissen. Dein ganzes Leben ist beschissen? Ja. Ehrlich? Das fing schon mit meiner Geburt an. Meine Eltern wollten mich nicht haben. Haben mich mit 2 Jahren zur Adoption freigegeben. Dann bin ich mit 8 Jahren von meinem Adoptivvater sexuell missbraucht worden. 8 Jahre lang. Mit 18 habe ich dann meinen Erzeuger kennengelernt, weil ich das wollte von mir aus. Ja. Und der hat mich dann auch missbraucht. Der hat dich dann auch missbraucht? Ja. Und von dem habe ich ein Kind gekriegt, eine kleine Tochter. Wie, von deinem Vater? Von meinem Vater. Die war schwerbehindert, 100%. Die ist mit 9 Monaten dann gestorben. Oh weia. Ja. Da hast du ja einiges hinter dir. Ja. Und jetzt habe ich einen kleinen Sohn von einem Jahr. Jetzt bist du 24. Jetzt bin ich 24. Sind denn die letzten Jahre wenigstens einigermaßen... Das war ja die letzten Jahre. Die letzten 6 Jahre, also ja, 6 Jahre, wo ich meinen Erzeuger kennengelernt habe. Die waren also total beschissen. Ja, und von wem hast du das Kind jetzt? Von meinem Freund. Freund. Ja. Also, das meinte ich jetzt gerade damit, ist die letzte Zeit, nicht letzten Jahre. Dann ein das bisschen positiv, Jahr. Das letzte Jahr. Ein bisschen. Okay, ja. Du hast von deinem eigenen Vater ein Kind bekommen. Mhm. Das ist ja unfassbar. Ja, das habe ich dann angezeigt. Ja. Zum Schutz meiner kleinen Geschwister, weil der hat 11 Kinder. Mhm. Einen Sohn und der Rest sind als Mädchen. Und du hattest Sorge, dass er da auch Dinge angestellt hat? Genau, und er war an meiner drittjüngsten Schwester dran. Und die hat das dann erzählt und dann sagte ich, komm, ich gehe jetzt auch zur Polizei. Ich habe das 3 Jahre für mich behalten und jetzt... Und zu was ist er verurteilt worden? Noch gar nicht. Ach, das läuft noch? Läuft noch. Ah ja. Ist er denn in Untersuchungshaft? Nee, auch nicht. Auch nicht? Wie, er ist noch in der Familie? Ja. Das ist ja unglaublich. Die Frau ist wieder zu ihm zurückgezogen. Sie ist ausgezogen, als sie das gehört hatte, mit allen Kindern. Mhm. Und ein paar Wochen später hat dann meine Schwester die Anzeige zurückgezogen, weil das nur Knatsch gab und Krach. Und ja, und dann ist sie dann wieder zu ihm zurückgezogen, mit allen Kindern. Also, die Behörden wissen Bescheid, dass da so etwas passiert ist, was sehr Schlimmes passiert ist. Ja. Das Strafverfahren steht an, die Gerichtsverhandlung. Und dennoch lässt man diesen Mann wieder zurück in die Familie. Und das finde ich so pervers. Und da sind, wie viele Kinder sind in der Familie? Ja. Wie viel? 10 noch. 10 Kinder? Ja. Und davon eine ganze Menge Mädels? Ja, 9. 9 Mädels? Mhm. Unfassbar. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Ich finde das einfach nur pervers. Ja, weil er macht, was er will. Ja, man hat keine Worte. Ich habe ja gestern auch so einen Fall hier gehabt. Man ist wirklich mittlerweile als Laie, steht man da und denkt, was ist das für ein... So, dann war ich in Therapie gewesen. Lass mich noch was fragen. Du hast deinen Erzeuger, deinen Vater kennengelernt. Ja. Dein Vater hat dich sexuell missbraucht. Ja. Du warst ja schon 18 Jahre alt, ne? Ja. Sagst du. Sexuell missbraucht, das ist... Wir können auch sagen, vergewaltigt. Ja, ist vergewaltigt. Ja. So. Daraufhin, und das nicht einmal. Nein, die Polizei hat mich gefragt, wie oft denn. Ich sage, ich kann es nicht zählen. Ich habe keine Ahnung. Warum hast du es mitgemacht? Weil ich mich nicht wehren konnte. Und weil ich von zu Hause nicht anders gewohnt war. Wie du es gerade schon erzählt hast. Ja, deswegen, man muss die Vorgeschichte kennen. Ja, ich verstehe. Das zu verstehen. Ja, man ist vielleicht so leicht geneigt zu sagen, Mensch, wieso lässt du dir das gefallen? Aber wenn man sich da so versucht reinzudenken, was
wir eigentlich alle gar nicht können, die so etwas nicht erlebt haben. Ja, genau. Dann ermisst man das in etwa. So, dann warst du schwanger. Ja. Dann wusstest du, dass du von dem schwanger warst. Ja, ich habe nichts gesagt. Du hast drei nichts Jahre gesagt. Lang nicht. Ich habe nichts gesagt. Wieso hast du denn für dich nicht entschieden, dass du das Kind vielleicht dann doch nicht behältst? Ich denke eigentlich, jedes Kind hat ein Recht auf Leben, mal egal von wem das ist. Mhm. So, ich bin so eine Übermutter. Mhm. Ich liebe alle Kinder auf dieser Welt. Ne? Ja. Wobei ich muss sagen, dass ich in so einem Fall Verständnis dafür habe, wenn man wenn die Frauen sagen, wir lassen das Kind abtreiben. Hätte ich auch gehabt, das Verständnis. Ja. Wenn das ein anderer wäre. Wie war das denn dann für dich? Als du die Schwangerschaft immer weiter voranschreiten, als sie immer weiter voranschreitet. Ja, dann bin ich zum Arzt gegangen und dann hat die mir dann gesagt, ja, das Kind ist zu klein. Das Kind hat die Knochen verdreht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das Kind aussah. Also du wusstest vorher schon, das Kind wird sehr schwer behindert sein. Wird sehr schwer behindert sein. Hast du zu dem Kind während der Schwangerschaft ein positives Empfinden gehabt? Ja, oder ich habe dieses Kind über alles geliebt. Doch, es war nicht. Das war mein Ein und Alles. Mhm. So, jetzt habe ich meinen Sohn und das ist wirklich das krasse Gegenteil von diesem Kind. Also weil der Sohn ganz gesund ist und quietschfidel. Ja, total fit und fängt jetzt an zu laufen und ja, also was. Denkst du noch oft an das behinderte Kind? Ja. Ich habe hier ein Altar in meinem Wohnzimmer stehen. Also mein Freund sagt immer, das wäre ein Altar. Ist für mich nicht. Also wo ein Bild, Bilder drauf sind und... Bild und eine Kerze und ja gut, ist eigentlich schon... Also da war keine Minute mal, dass du dieses Kind als Fremdkörper in dir empfunden hast oder als es auf die Welt kam, dass du es weggeschoben hast, weil das eben ein Kind aus einer Vergewaltigung quasi war? Nee. Hm. Ich habe mir das Kind angeguckt, die lag im Brotkasten mit einer Decke drüber und dann hat irgendwann die Schwester gefragt, ob ich sie jetzt die Decke wegmachen könnte. Ich sag ja, warum denn nicht, ne? Ein Kind, ne? Ist ja ein Baby. Ja. Und dann hat sie die Decke weggemacht und ich bin wirklich umgekippt. Ne? Was hast du da gesehen? Ja, die Knochen, das kann man gar nicht beschreiben, wie das aussah. Die Beinchen waren nach oben gedreht, die Füße waren fast an den Schultern, also total verdreht. Also ein komplett missgebildetes Kind. Genau. Mhm. Nur das Einzige, was war, sie war im Kopf völlig normal. Kann man das sagen bei so ganz kleinen Kindern? Schon? Ja, kann man. Ja. Körperlich schwerbehindert, aber im Kopf. Haben die Ärzte dir denn gesagt, dass sie nur eine kurze Überlebenschance hat? Die hatten mir eigentlich gesagt, das Kind wird nur 1 bis 2 Stunden leben. Ach so. Und dafür ist sie sehr alt geworden. Also 9 Monate ist sehr doch schon sehr alt. Als das Kind dann gestorben ist. Das war schrecklich. Ganz schrecklich. Das war der schlimmste Tag wirklich. Das war schlimmer wie alle Vergewaltigungen auf einmal. Weiß dein Erzeuger, dass da ein Kind entstanden ist? Ja. Durch, das weiß er. Ja. Das hat er auch zugegeben bei der Polizei. Deine leibliche Mutter, das habe ich jetzt nicht ganz am Anfang richtig verstanden, lebt die noch mit deinem Erzeuger zusammen? Nein, das nicht. Ja. Hast du mit der Kontakt? Nee, eigentlich nicht. Hast du auch keinen Kontakt? Ich habe sie 5, 6 Mal gesehen und dann war das. Mhm. Aber nur hast du einen Freund? Eine Beziehung? Bist du glücklich in der Beziehung? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Nee. Gut, der ist eigentlich so ein Vaterersatz für mich. Der ist 46, ich bin 24. Mhm. Der macht alles, der räumt mir wirklich den Arsch hinterher. Das Einzige, was ich halt machen muss, ist mich um das Kind kümmern und halt so normale... Aber das Kind ist dein Ein und Alles? Ja. Ja. Du hast gerade angesetzt zu sagen, du hast dann irgendwann eine Therapie angefangen. Ja. Hat das nur alles nichts gebracht, weil mir keiner geglaubt hat. Ja. Also ich hatte das Gefühl, dass mir keiner glaubt. Ja, das ist vielleicht ein großer Unterschied, ne? Ja, die haben mir zwar alle gesagt, okay, ich glaub dir und wir lösen die Probleme und so, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die mir glauben. Ja. Wie lange bist du da hingegangen? Oh, 4 Jahre. 4 Jahre. Ja. Und du hast 4 Jahre das Gefühl gehabt, die glauben mir. Ja, ich war nicht immer nur bei einem Therapeuten. Ich war in Kliniken, ich war in Köln, ich war hier im Umkreis. Mhm.
Ja, und kurz nach dem Tod von meiner Tochter war ich dann auch nochmal 6 Wochen. Mhm. Aber das hat alles nichts gebracht, weil die mich mit Tabletten vollgestopft haben. Ich sollte auch erstmal runterkommen. Ist das jetzt so, dass du sagen würdest, ich mach das auch nicht mehr? Ich mach das nicht mehr. Du machst das nicht mehr. Nee. Das bringt für mich nichts. Du sagst, ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, mir bringt es nichts. Ja. Ich habe ein beschissenes Leben hinter mir. Ja. Bislang, damit muss ich irgendwie leben und muss jetzt das Beste ausmachen und in die Zukunft gucken und dich zum Beispiel um dein Kind kümmern. Ja. Mhm. Bist du denn optimistisch, dass diese Beziehung, wenn die auch nicht so das ganz Tolle ist, wie du es dir vielleicht vorstellen würdest, dennoch so im Alltag weiter funktionieren wird? Oder hast du Sorge, dass das auch wegbricht? Nee, Sorge habe ich eigentlich nicht. Ich meine, ich bin jetzt schon 6 Jahre mit ihm zusammen. Du bist 6 Jahre mit ihm zusammen? Ja, und er hat auch gedacht, das wäre seine Tochter, die ich da auf die Welt gebracht habe. Und du hast er hat das jetzt auch erst vor kurzem erfahren, dass es nicht seine ist, sondern die meines Erzeugers. Das wird ja immer komplizierter. Ja, ich habe ein einfaches Leben. Moment, ja. Das heißt, du hast diese Vergewaltigung von deinem Erzeuger schon über dich ergehen lassen müssen, während du schon in der Beziehung warst mit deinem jetzigen Partner. Ja. Und hast dem auch nichts gesagt? Nein. Auch aus Angst? Dass er mir nicht glaubt, ja. Dass er dir nicht glaubt? Weil mir bei meinem Adoptivvater niemand geglaubt hat. Mhm. Da glaubt mir auch bis heute keiner, dass das so war, wie ich das erzählt habe, weil das kann ja nicht sein. So ein Mann macht das nicht. Der ist Lehrer. Sag mal, und dann, ich bin ganz fassungslos von all dem, was du mir erzählst. Ja. Und dann hat dein jetziger Lebenspartner gedacht, dieses Kind, dieses schwerbehinderte Kind sei von ihm. Ja. Und als das jetzt erfahren hat, was dahinter steckt, da hat er dich nicht fallen lassen. Nee. Das ist aber ein guter Typ. Da bin ich auch sehr froh drum. Mhm. Gut, da war unser Sohn auch schon auf der Welt. Mhm. Aber ich denke auch, wenn der nicht da wäre, dann hätte er mich nicht fallen lassen. Ja. Also ich höre immer wieder mit dem Sohn. Ja. Lebenssinn und Lebensaufgabe ist mein Sohn. Ist der Sohn, ne? Ja. Mhm. Ja. Und was für ein Glück in all dem Unglück, ne? Dass du dieses Kind wenn jetzt der hast. Wenn der nicht wäre, will ich auch nicht mehr. Mhm. Kann ich verstehen. Auf jeden Fall. Ja. So. Mensch, Susanne, was für ein Leben, was für Jahre hinter dir liegen. Das kann man dir nur von aller Herzen wünschen, dir, glaube ich, jetzt, dass die nächsten 80 Jahre oder 60 Jahre, die vor dir liegen, ist. Ich habe noch das Verfahren vor mir. Ja, das ist noch alles. Ja. Vor allem tut sich da nichts. Ne? Die Staatsanwaltschaft ermittelt und meine Anwältin schreibt mir lauter irgendwelche Briefe. Ja, die Akten sind hier und die Akten sind da. Mhm. Das interessiert mich alles nicht. Die sollen mal Vorrang machen. Der läuft immer noch frei rum. Ja, das finde ich unglaublich. Und er macht immer noch, was er will. Um es nochmal zu sagen, ja, das finde ich wirklich. Ja. Unglaublich. Immer noch, was er will. Du hast gerade dich eigentlich schon ziemlich eindeutig geäußert. Ich bin keine Psychologin. Ja, also verbiete ich es dir jetzt dann auch nicht an, ne? Ja. Oder möchtest du es? Nee. Ja. Das heißt, wir beide haben jetzt mal eine Weile miteinander geredet. Ja. Das hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Jo, ich auch. Und wünsche dir wirklich von Herzen, ist kein Spruch, den ich einfach so sage, wirklich alles Liebe und alles Gute. Für dich und dein Kind und auch für deine Beziehung. Danke. Meine Liebe, Susanne, mach's gut. Okay. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben draußen im Fernseh- und Radioland. Morgen ist Promi-Tag bei Domian und morgen kommt Jürgen Drews zu mir in die Sendung. Um 23.35 Uhr, um 11:55 Uhr geht's los hier im WDR-Fernsehen. Und ihr könnt anrufen, ihr könnt mitmachen, ihr könnt Jürgen Drews befragen, so wie ihr es gerne möchtet. Und euch heute schon anmelden. Unter domian@wdr.de oder schaut mal auf www.domian.de. Da steht auch einiges zu Jürgen Drews, nämlich, dass Jürgen Drews eben nicht nur der König von Mallorca ist oder der große Sänger von Dein Bett im Kornfeld, sondern dass da auch noch eine ganze Menge anderer Dinge hinterstecken und ich bin sehr gespannt, das morgen von ihm zu erfahren. Jürgen Drews morgen bei mir zu Gast um 11:55 Uhr, morgen Abend am Samstag geht's los. Im WDR-Fernsehen. Jetzt bin ich verbunden mit Jasmin und Jasmin ist 20 Jahre alt. Hallo Jasmin. Ja, hallo Domian. Hallo Jasmin. Um was geht's bei dir? Also ich habe folgendes Problem. Ich bin, glaube ich, süchtig danach, meiner Freundin beim Selbstbefriedigen zuzuschauen. Oh, bist du lesbisch? Ja. Ah, also deine Freundin heißt deiner Partnerin? Meine Partnerin, ja. Ja, wie lange seid ihr schon Partnerinnen? Partnerinnen sind wir seit 2 Jahren jetzt. Ja, naja, ist ja schon ganz, ganz ordentlich. Und das Problem ist halt eben, also das erste Jahr, wo wir zusammen waren, da war das noch alles ganz normal, ja, kann man sagen.
Und irgendwann sind wir mal auf das Thema Selbstbefriedigung gekommen und haben drüber gesprochen. Ja. Und naja, sie wollte mir dann halt zeigen, wie sie sich am liebsten berührt und wie sie es halt eben am liebsten hat, ja, wenn sie sich selbst befriedigt. Ja. Und von dem Zeitpunkt an war es dann halt eben so, dass ich da sehr erregt. Ja, das hat dich sehr, angemacht, das zu sehen, wie sie es sich selbst macht. Ja. Was ja auch durchaus verständlich ist und normal ist, dass man das reizvoll findet, das bei dem Partner zu sehen. Oder viele finden das reizvoll. Ja. So, aber ja, jetzt geht das aber über das normale Maß hinaus bei dir. Du sagst, ich bin fast süchtig danach, meiner Freundin zuzusehen bei der Selbstbefriedigung. Ja. Was heißt das? Läuft da gar nichts mehr so an normalem lesbischen Sex zwischen euch beiden? Nur noch diese Art? Eigentlich nur noch diese Art, ja. Das ist es ja, weil das belastet unsere Beziehung halt eben sehr. Also ich möchte halt eben, ich meine, wenn sie sich selbst befriedigt, dann möchte sie schon, dass ich dann später mit ihr schlafe oder überhaupt mit ihr schlafe, aber ja. Ich finde es erregender, sage ich jetzt mal, wenn sie einfach nur zuschauen kann. Ja. Was machst du denn währenddessen, wenn du ihr zuschaust? Schaust du nur zu und sitzt da oder befriedigst du dich dann auch selbst? Nee, ich sitze nur da und schaue ihr zu, streichle ihr vielleicht mal das Bein, ja, aber. Ziehst du dich dann aus oder bist du nur angezogen? Meistens bin ich angezogen. Ach, ja. Da hat deine Freundin ja nicht viel davon. Nee, nicht für ganz viel, nein. Und dich erregt das sehr, sagst du? Ja. Aber dann hast du doch auch irgendwie eine Lust, du möchtest doch sicher auch einen Orgasmus haben oder auch zum Höhepunkt kommen. Kommst du dann aber nicht? Wie kann ich mir das erklären, dass dir das so dann gefällt? Also kommen, naja gut. Manchmal schon allein durch das Zusehen, also kann man schon sagen, dass ich dann einen Orgasmus bekomme, ja. Ah ja. Aber deine Freundin packt dich nicht an und darf dich nicht anfassen. In dem Moment nicht. Nein. In dem Moment nicht. Also stelle ich mir die Szene so vor, deine Freundin sitzt da auf dem Bett oder wo auch immer und macht es für sich selbst. Du guckst zu, du findest es super, super toll. Dann ist die Sache beendet bei deiner Freundin. Sie hat einen Orgasmus gehabt. Und dann war es das Ganze. Du hast währenddessen auch ein tolles Gefühl gehabt und Schluss aus, Klappe zu. Ja, so. Das ist natürlich für deine Freundin frustig, ne? Finde ich auch. Wär ich an der Stelle von deiner Freundin auch sehr irritiert. Ja, ich weiß halt eben jetzt auch nicht, was ich da jetzt ändern soll, weil es ist einfach. Ja, hast du es denn schon mal versucht? Ich meine, du kannst es ja auch versuchen. Zumindest könntest du dich auch mal ausziehen und du könntest dich ja vielleicht auch danach von ihr streicheln lassen. Und ich meine, die ganzen, was man also machen kann, muss ich dir nicht erzählen. Nee, das auf keinen Fall. Es ist halt eben, ich bin da irgendwie nicht so ganz erregt. Wenn sie mich jetzt streichelt oder wenn ich sie streichel, als wenn sie es halt eben macht. Also es ist nur dieser Vorgang. Diesen Vorgang möchtest du sehen und das findest du toll und dann möchtest du nichts mehr in Sachen Sexualität mit deiner Freundin letztendlich dann haben. Ja. Und sie meinte halt eben, wenn ich mich da in dem Punkt in der Beziehung jetzt halt ändere, dass ich wenigstens versuchen würde, mich zu ändern, dass sie dann halt eben wirklich einen Schlussstrich ziehen würde. Kann man ja auch ein bisschen verstehen, ne? Ja. Wenn das, versetz dich mal in ihre Lage, versetz dich mal so rum, als wäre es umgekehrt. Das ist natürlich dann auch für den anderen irgendwie schon eine Verletzung. Also keine angenehme Rolle. Ja. Du wärst auch sauer, wenn das deine Freundin mit dir so umgekehrt machen würde. Das wäre wahrscheinlich auch der Fall, ja. Jetzt sag mir nochmal ganz exakt, wie lange läuft das jetzt schon so? Das läuft jetzt seit knapp. Also so richtig gehen kann man eigentlich sagen seit einem halben Jahr. Ja, hat das so? Vorher, dann haben wir schon nochmal miteinander geschlafen. Ja. Aber halt wie gesagt so richtig seit einem halben Jahr. Und dann hat sich das so eingeschlichen. Ja. Ne? Kann man dann so sagen, das war nicht von heute auf morgen so. Nee, das nicht. Wie ist denn die Beziehung an sich? Liebst du denn deine Freundin? Habt ihr eine schöne Zeit miteinander? Ist das alles toll, wenn ihr zusammen seid? Das ist alles total schön. Also verliebt wie am ersten Tag. Ja. Und es ist auch wirklich meine Traumfrau. Und hast du für dich erstmal eine Erklärung, warum dich deine Freundin
außerhalb der Selbstbefriedigung nicht anmacht. Hast du eine Erklärung, eine Idee? Naja, vielleicht meine ich selbst, dass ich sie nicht so anfassen kann, wie sie sich selbst anfasst. Könntest du doch. Oder darfst du nicht? Nee, darf ich schon, aber ich habe da irgendwie vielleicht ein bisschen Angst davor, dass ich was falsch mache, weil so wie sie sich berührt. Hast du denn schon mal versucht, das genau so zu machen? Nein, noch nicht wirklich. Und wenn du sagst, du hast Angst, da was falsch zu machen, dass du das nicht genauso machst, wie sie sich berührt, kann man da eigentlich so viel falsch machen? Außer, dass es nicht genau gleich dann so funktioniert? Meinst du, deine Freundin wäre böse, wenn du nicht gleich die richtigen Griffe raus hättest? Ich weiß nicht, ich glaube ihr nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, wenn ihr beide euch so gerne habt, dann wäre das okay, dann würde deine Freundin darüber hinwegsehen und dann würdet ihr das so lange probieren, bis das funktioniert. Aber ihr hattet doch vorher auch schon ganz normalen Sex miteinander. Da hat es doch auch funktioniert, oder hat es dann nicht funktioniert? Nee, doch, da hat es auch funktioniert, nur wie gesagt, ich habe dann halt eben gesehen, wie sie sich anfasst. Und So, dann wäre vielleicht die Lösung, dass du es doch versuchst, dass du sie genauso anfassen kannst, wie sie sich selbst anfasst. Und du gar keine Angst haben musst, dass du was falsch machst. Und wenn das gleich beim ersten, zweiten, dritten Mal nicht funktioniert, ist es auch wurscht. Ja. Aber? Versuchen konnte ich es ja mal. Ja, ich meine, man muss alles versuchen. Das ist deine Liebe. Du sagst, dass du bist ganz hin und weg bei der Frau. Ja, auf jeden Fall. So, da musst du alles jetzt auch versuchen, damit diese Liebe nicht wegen der unzufriedenen oder unbefriedigenden Sexualität für deine Freundin kaputt geht. Die Gefahr besteht ja, hast du gerade gesagt, ne? Ja. So, und da musst du jetzt alles in die Wege leiten. Mach es, versuch es. Sprich mit ihr, sag, dass du das gerne mal ausprobieren möchtest und ihr habt ein Vertrauensverhältnis miteinander, da kann man das doch machen. Da kann man doch alles machen, alles, letztendlich alles. Ja, stimmt, ja. Und ein kleiner Fehlgriff ist auch egal. Ja, da ist was dran. Ja. Ihr beiden, das Allerwichtigste ist, dass ihr euch wirklich lieb habt. So, und wenn du sagst, du findest deine Freundin auch so körperlich, wenn du sie anschaust, sehr attraktiv. Ja, sehr. Und sie dich auch. Ja. So, das ist ja nun wirklich, alle Grundvoraussetzungen sind da gegeben. Dann nur jetzt ran, ausprobieren, testen, experimentieren. Na gut, da muss ich noch warten, bis sie wieder zurück ist, aber... Wo ist sie denn? Bei ihren Eltern. Ach so, na gut, aber sie kommt bald wieder. Ja. Ja, umso größer ist dann die Freude, wenn für sie wahrscheinlich auch, sie wird sich auch sicher sehr freuen, wenn sie merkt, dass du dich auch jetzt wieder ein bisschen bewegst, dass du auf sie zugehst quasi. Ja. Und das kann ja auch wieder ein bisschen neuen Wind und frischen Wind in eure Beziehung bringen, in eure Sexualität bringen. Ja. Ausprobieren, testen, wenn es nicht funktioniert, nochmal sich hier bei mir melden, okay? Mhm. Ja? Machen wir, verbleiben wir so, Jasmin? Ja. Alles Gute. Toi, toi, toi. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist die Gudrun. Und Gudrun ist 49 Jahre alt. Hallo Gudrun. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Hallo. Erstmal möchte ich deiner ersten Anruferin viel Kraft wünschen für die Zukunft. Das ist sehr nett. Und das ist wirklich sehr nett. Die Kraft hat sie auch nötig. Ganz sicher. Ja. So, ja, wir haben gestern die Trauerfeier für meine Tochter gehabt. Sie ist am 3. Dezember mit dem Auto tödlich verunglückt. Wie alt ist deine Tochter geworden? 23. Ja. Was war das für ein Unfall? Ein selbstverschuldeter Unfall im tiefsten Sachsen. Hm. Wir wissen bis heute nicht, was sie da wollte. Ach, laut Polizeiaussage waren halt Schleuderspuren da. Es war eine sehr kurvige, sehr dunkle Straße. War sie allein im Auto? Ja. Wie weit ist der Unfallort von euch entfernt? Ja, wir wohnen hier in Nordrhein-Westfalen. Ach so, so weit etwa. 500 Kilometer etwa, ja. Und sie wohnt auch in Nordrhein-Westfalen, wohnte in Nordrhein-Westfalen? Ja, wohnt hier bei uns in der Nähe. Und ihr habt überhaupt keine Ahnung, was sie da wollte? Und nein. Sie hatte nichts angekündigt, ich fahre nach Sachsen. Nein. Und ist dann so in den Unfall verwickelt worden, dass sie dann direkt am Unfallort verstorben ist? Ja, oder? Und kurz vor 12 war wohl der Unfall und um 20 nach hatten die Rettungskräfte sie dann rausgeschnitten. Und da war sie schon tot.
das euer einziges Kind? Nein, sie hat noch einen Zwillingsbruder. Ja. Und dann habe ich noch eine 18-jährige Tochter. Hm. Wie habt ihr davon erfahren? Sie war noch verheiratet, lebte zwar alleine mit ihren beiden Kindern, aber war halt noch verheiratet und da hat die Polizei sich dann natürlich erst mit ihrem Ehemann in Verbindung gesetzt. Mhm. Und der kam dann hierher und hat uns das Fax gebracht. Und wir sind dann zur Polizeistation gefahren und haben dann da versucht, was Näheres rauszubekommen. Sag mal, da kommt jemand nach Hause mit einem Fax und auf dem Fax steht, dass die Tochter verstorben ist. Ja, die Polizei ist aber zu ihm persönlich auch gegangen mit dem Fax halt und haben ihm die Nachricht auch persönlich überbracht. Als er das ausgesprochen hat, bei euch im Flur stand oder in der Wohnung und auch dieses Papier in der Hand hatte, hast du das überhaupt geglaubt? Kann man das glauben? Ich war gerade oben eine Etage höher und hörte da nur, wie meine Mutter rief, komm schnell, Judith ist tot. Ich denke, nee, das kann nicht wahr sein. Im Februar ist gerade mein Vater verstorben und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Ich glaube auch, dass man dann im ersten Moment in einem solchen Schockzustand ist, dass man das gar nicht glauben kann. Nee. Dass man denkt, das ist ein Irrtum oder irgendjemand. Dann seid ihr zur Polizei gegangen, gemeinsam. Ja, da nicht mit diesem Ehemann, weil da kein gutes Verhältnis. Da war eigentlich nie ein Verhältnis. Und die haben das dann nochmal alles bestätigt, die Polizisten. Ja. Gestern war die Beerdigung, sagst du. Ja, wir haben eine Trauerfeier gemacht. Und dann gibt es halt eine anonyme Urnenbestattung. Eine anonyme Urnenbestattung? Warum anonym? Weil ich denke, wenn man trauert und an einen Menschen, mit dem man sich verbunden fühlte, den man mochte, den man lieb gehabt hat, wenn man an den denken will und um den trauern will, dann kann man das überall. Da braucht man also nicht irgendwo ein Grab, wo man hingehen kann. Ja. Das empfindet sich ja jeder so anders. Ne? Jeder. Aber bei euch ist das so. Bei uns ist das so. Und das war auch dann Einvernehmen in der Familie, dass ihr euch dafür entschieden habt. Ja, wir haben uns halt von dem Ehemann eine Erklärung unterschreiben lassen, dass wir uns um die Sachen kümmern wollen. Und seine ganz tolle Reaktion war dann, na prima, dann habe ich eine Sorge weniger. Und das schrecklich. Schockt einen natürlich dann auch. Zusätzlich, ja. Du hast gerade gesagt, sie hat zwei Kinder. Sie hinterlässt zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder? Der Ältere ist gut 4 Jahre und der Kleine 2. Der 4-Jährige versteht das ja, dass die Mama nicht mehr da ist. Ja, versteht das, klar. Und der war dann auch mit hier und rannt hier rum und rief mal, meine Mama ist tot, meine Mama ist tot. Und ich stelle jetzt eine hohe Leiter in den Himmel und dann kann sie wieder runterkommen. Habt ihr ihm das so gesagt, dass die Mama tot ist? Oder hat er das so aufgeschnappt? Ja, das wird er wohl aufgeschnappt haben, denke ich. Ja. Leben die Kinder jetzt bei euch oder bei dem Vater? Nee, die sind momentan bei dem Vater und wir befürchten halt, dass die so ziemlich rumgereicht werden. Das kann für die Kinder nicht gut sein. Da hat man als Oma und Opa auch gar kein Zugriffsrecht, ne? Ich weiß nicht, wie die Rechtslage da ist. Nee, wir wollen uns da mit der Anwältin in Verbindung setzen nächste Woche und... Ja. Würdest du denn die Kinder nehmen? Ich denke schon, dass das das Bessere wäre. Ich würde es schon machen. Wie war dein Verhältnis zu deiner Tochter? Es war abgekühlt halt. Wir haben ihr versucht klarzumachen, als wir diesen Mann kennengelernt haben. Ihren Ex-Mann? Ihren zukünftigen Ex-Mann. Ja, sie ist ja noch nicht geschieden. Also den Vater von den Kindern. Genau. Und haben wir ihr unsere Meinung halt gesagt, dass wir nicht denken, dass der so gut für sich sein wird. Ja. Und das hat sich jetzt auch bewahrheitet. Das hat sich bewahrheitet, klar, aber welches 18-jährige Mädchen glaubt ihr sowas? Ja. Und dadurch hat sich eine Distanz eingestellt zwischen euch, weil sie wollte nicht, dass ihr da ins Leben reinredet. Richtig.
War sie in einer großen seelischen Not in der letzten Zeit? Wenn ich so im Nachhinein höre und überlege, was da alles abgelaufen ist und sein könnte, kann ich es mir vorstellen. Wo uns die Polizei gesagt hat und die Staatsanwaltschaft auch davon ausgegangen ist, dass es kein Selbstmord war. Ja, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es sicher nicht, weil sie hat doch sicher eine große Verantwortung oder Liebe ihren Kindern gegenüber auch empfunden. Ja, sicher. Aber manchmal ist die Not der Menschen so groß, dass vielleicht sogar die Not größer ist als die Verbundenheit zu den Kindern. Wie oft habt ihr euch so in der letzten Zeit so gesehen? Einmal im Monat oder in der Woche einmal? War so alle 14 Tage ungefähr. Hatte sich denn das Verhältnis, nachdem sie quasi eingesehen hat, dass ihr damals recht hattet, hat sich das Verhältnis in der letzten Zeit dann ein bisschen gebessert zwischen dir und deiner Tochter? Also eigentlich kam sie meist her, wenn sie jemanden für die Kinder brauchte. Und das war auch in Ordnung, können auch gerne herkommen. Aber du hast nicht das Gefühl gehabt, dass sie so wirklich ganz offen ist und... Nee. Also sie war schon eher verschlossen. Dann haben wir so im Nachhinein halt gehört, dass der Vater den älteren Sohn mit dem Messer bedroht hat und dass meine Tochter halt auch Prügel bezogen hat. Ach so. Und das ist alles nicht so toll. Also sie war voller Sorge, das kann man schon sagen. Das denke ich. Ja. Und dann bleibt die Mutmaßung, was wollte sie in Sachsen? Ja. War ein anderer Mann vielleicht im Spiel schon, weißt du das? Ich weiß es nicht. Gar nichts. Wie geht dein Mann damit um? Ich habe keinen Mann. Ach so, ich dachte, ihr lebt noch in der... Nee. Ach so. Das heißt, der Vater von deiner Tochter, lebt er nicht mehr oder gibt es keinen Kontakt? Doch, der lebt schon noch, aber es gibt halt lange keinen Kontakt mehr. Weiß er denn davon, dass die Tochter verstorben ist? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es meine Pflicht ist, ihm das zu sagen. Hast du es schon gesagt? Ich habe ihn angerufen und habe ihm das gesagt. Woraufhin er dann meint, jetzt hätte er seine Tochter zum zweiten Mal verloren. Hatten die keinen großen Kontakt miteinander? Er erzählte mir, dass sie wohl dreimal bei ihm gewesen ist. Was ja nicht viel ist. Was auch nicht viel ist. Nee. Aber die Entfernung ist halt auch da. Jetzt stehst du da mit deiner Trauer. Ja. Und mit deinen 1000 Fragen. Was ist da los? Was ist da schiefgelaufen? Warum hat sie es vielleicht selbst gemacht? Ist es ein Unglück gewesen? Und irgendwo, ja, hat man die Gewissheit, dass man auf viele Fragen keine Antwort kriegen wird. Da dreht sich alles im Kreis und ja. Man wird dazu keinem Ergebnis kommen, denke ich. Hast du Menschen oder einen nahen Menschen, mit dem du viel darüber sprechen kannst? Ja, ich habe meine Mutter hier. Mein Sohn wohnt in der Nähe, meine Tochter wohnt in der Nähe. Mein Bruder wohnt in der Nähe, der mich auch ganz toll unterstützt hat in der letzten Zeit. Was ja schon mal gut ist, das heißt, du bist nicht allein jetzt in dieser schweren Zeit. Jetzt auch noch gerade vor Weihnachten. Ja, das ist blöd, aber vor Weihnachten empfindet man das, glaube ich, noch alles stärker. Weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen. Ja. Liebe Gudrun, es tut mir sehr, sehr, sehr leid, was geschehen ist, was jetzt passiert ist bei dir, bei euch. Es gibt ja gar keinen Ausdruck dafür. Es gibt auch keinen Trost. Nee. Man muss es einfach jetzt ertragen, ne? Ja. Was du tun kannst, was ihr tun könnt, dass ihr alles in Bewegung setzt, um euch um das Wohl der Kinder zu bemühen. Richtig. Das ist wichtig. Und insofern kannst du dann an den Kindern das noch weiter tun, Gutes tun, was du auch an deiner Tochter Gutes tun würdest. Ja, wenn das bloß alles so reibungslos läuft, ich weiß es nicht. Ich möchte dir gerne noch ein weiteres Gespräch anbieten mit meiner Psychologin. Mit der Magdalena. Vielleicht hat die Magdalena auch noch ein paar Ideen juristischer Art, wie ihr euch da verhalten könnt und was ihr tun könntet. Ja.
Das ist ja ganz gut. Ich wünsche dir ganz viel Kraft von ganzem Herzen. Ich danke dir. Dann legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Mhm. Okay. Alles Liebe. Ja, und euch alles Gute für die Sendung weiterhin. Vielen Dank, sehr nett. Tschüss. Okay, tschüss. Hier ist Miriam und Miriam ist 59 Jahre alt. Hallo Miriam. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich rufe an und zwar habe ich ein spezielles Problem, wo mir eigentlich in dem Sinne noch keiner so groß helfen konnte oder geholfen hat. Und zwar geht das darum, dass ich eine bestimmte Art von Phobie habe, nenne ich jetzt mal so eine Gebäudephobie. Eine Gebäudephobie? Ja, habe ich auch noch nie gehört und gesehen bei jemandem. Was bedeutet das? Erklär es mal genauer. Ja, das bedeutet für mich, also wenn ich zum Beispiel eine Stadt besuche, also wir sind große Anhänger von Dresden, mein Mann und ich, und fahren gern dann die Altstadt, dann muss ich immer das so abpassen, dass nicht die Dämmerung anbricht oder es dunkler wird, dass ich dann konfrontiert werde mit der beleuchteten Altstadt. Ach. Also zum Beispiel den Zwinger, die Semperoper oder auch. Also bei Tageslicht, wenn du davor stehst, macht das gar nichts aus? Fast gar nichts, wollen wir mal sagen, fast. Aber ein bisschen schon, bedrückt es dich? Hast du speziell Figuren und so. Also sowas oder auch, sagen wir mal, dieser alte Brunnen da, der weiter weg ist in der Nähe vom Zwinger. Oder auch eben diese Hofkirchenfiguren oben. Oder auch, wenn man in die Hofkirche reingeht, ist es ja auch so leicht dunkel. Also da ist es leicht bedenklich, aber es geht. Also das kann ich schon aushalten, ja. Mhm. Aber wenn das eben dann so langsam dunkel wird, das ist diese Silhouette vom Zwinger zum Beispiel, vom Schloss oder so, also als wenn ich dann keine Luft kriege, also wie einer sagt, Platzangst, so drückt sich das bei mir aus. Was machst du dann, wenn das Gefühl einsetzt? Ja, also ich versuche dann zu fliehen sozusagen, also dann sage ich entweder zum Beispiel... In ein Gebäude? Fliehst du dann in ein Gebäude oder einfach Nein. Also raus aus der Stadt? Ich will dann überhaupt weg von, raus aus der Stadt dann. Das heißt, du musst dich eigentlich am wohlsten fühlen auf dem Land, auf einem Bauernhof, wo Felder sind und freie Wälder. Ja, also so gesehen schon. Das heißt, das Eigenartige ist das, also in Berlin selbst macht mir das nicht so viel. Achso, du bist Berlinerin. Ich bin Berlinerin. Ja, aber da bist du ja auch konfrontiert ständig mit Gebäuden, also sagen wir mal jetzt wieder Funkturm, Charlottenburger Schloss oder auch das Brandenburger Tor kann ich mir ansehen, auch sogar im Dunkeln, wenn ich jetzt mit dem Bus durchfahre oder irgendwie oder mit dem Auto langgefahren bin. Also macht mir nicht so viel aus. Wo ich schon Bedenken habe, ist im Ostteil der Stadt, also zum Beispiel der französische Dom, der Berliner Dom, dann diese Brücken dazu, da diese Bodeinsel und das alles, also Museumsinsel und da, wo ich dann, wenn ich dann da so lang gehen müsste oder auch schon an der Humboldt-Universität vorbei und diese großen Figuren. Und also es sind immer so eher historische Gebäude, die dir Angst machen. Ja, also speziell historische Gebäude, auch Skulpturen. Also wenn du zum Beispiel am Potsdamer Platz bist, wo die ganzen Neubauten sind, wo die Schluchten sind. Da könnte man auch denken, das erschlägt einen, diese Riesenhäuser. Und ja, nein, da nicht, komischerweise. Also alles, was so modern ist, oder große Glasbauten und so, das kann ich noch lang. Also wie die Sony Center und so hier in Berlin. Ja. Also das kann ich alles da durchaus verkraften, sagen wir mal so, ja. War das immer schon so? Ich muss sagen, eigentlich ja. Und ich denke, ich weiß nun nicht, also ich überlege da mal die Ursache. Mhm. Und die Ursache sehe ich vielleicht in zwei Sachen, die man vielleicht, weiß ich nicht, ob man die so hoch bewerten kann. Also einmal, ich bin so kurz nach 45 geboren, also im Jahr 45 geboren, aber so kurz nach dem Krieg im Juli. Und als meine Mutter schwanger war praktisch, da ist sie durch Gebäude, ganz brennende Gebäude und auch mal ein Bunker, wahrscheinlich Alarme, ob das aufs Baby so übergegangen ist, dass sich das später dann gezeigt hat, oder ob das mal so ein Schlüsselerlebnis war, was ein bisschen eigenartig jetzt sich vielleicht anhört. Wir haben den Berliner Zoo hier, und da steht eine große, also für mich damals mit 5 Jahren war für mich die Skulptur ungeheuer groß, und zwar dieser Dinosaurier, der da steht, ja, der Dinosaurier, und der auf mich jetzt, sagen wir mal, klein wirkt, also hier zu sehen am Tag dann da, aber auf mich damals so groß, und da war so dämmerig schon ein bisschen im Zoo, es ging so Richtung Ende, und dann nahm mein Vater, meine Mutter mich so an die Hand und mich so in die Mitte, und da sagt mein Vater, pass mal auf Miriam, wir gehen jetzt da hin und dann streichelst du dem Saurier die Füße, wie man so sagt, um zu sehen, dass du brauchst da keine Angst haben. Und da habe ich mich so gesträubt, also das war für mich wie Weltuntergang. Und er meinte es gut und hat mir auch nicht in dem Sinn gezwungen, aber er sagte einfach, ich soll das überwinden. Und da kann natürlich sein. Kann sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wenn du, da vor allen Dingen, vielleicht ein Zusammenhang ist. Klar, wenn man das selbst schon so auf die Idee kommt, finde ich das immer schon wichtig und interessant. Ich überlege immer, wo das irgendwo herkommt. Ist das denn im Laufe, wie alt bist du jetzt? 59. Ist das so im Laufe des Älterwerdens schlimmer auch geworden oder gleichbleibend? Ja, schlimmer geworden.
Heißt das, dass du dann auch wirklich gerade abends, beispielsweise in Berlin oder wenn ihr in Dresden seid, das versuchst einfach auch nicht rauszugehen? Nein, also das kann ich nicht. Ich muss dann fliehen, also Türmen oder wie man es nennen will. Richtig. Also ich muss raus. Mhm. Und dann sind wir auch noch vorbeigegangen. Da sagte ich zu meinem Mann, wir gehen mal eine Straße lang, wo ich vermute, dass da nicht solche historischen Gebäude noch sind, mhm, um zum Bahnhof zu gelangen. Mhm. Und da sind wir direkt vorbeigegangen an der Kreuzkirche. Das war ja nun das allerletzte für mich. Also so schön die Kirche sonst ist. Ich meine, das ist für meine Situation. Mhm. Und dann haben die Dresdner Strahlen die Gebäude noch abends so grün an. Mhm. Und das soll ja, ich weiß nicht, was das bedeutet, ob das eine Attraktion ist oder ob das vielleicht noch an diesen Feuersturm erinnern soll, mhm, oder was. Und da bin ich an der Kirche vorbei, also ich habe nicht mehr geguckt, ich habe mich nicht umgedreht, nichts. Also wie von früher gejagt, sagt man hier so, ja. Das ist und dann zum Bahnhof und als ich dann so auf dem Bahnhof war, dann ging es wieder, aber dann bin ich auch nochmal konfrontiert worden, indem wir dann da zu einem bestimmten Gleis mussten und da war die Rückseite des Bahnhofs und da ist so eine Figur mit so einer Lanze da, also mhm, wie gesagt, auch so eine ganz historische Figur, also wahrscheinlich so also, aus der Mythologie. Interessant ist das ja schon mit den Figuren. Ja. Ne? Also insofern ist da deine eigene Fährte, die du da geschnuppert hast bei dir, ja, wahrscheinlich gar nicht so dumm. Nicht? Ja. Ja. Ob das vielleicht von da kommt? Ja, ich habe also dieses Phänomen, als Phänomen habe ich noch nie gehört. Ja, sehen Sie, oder siehst du? Ja, in der Tat. Also ich auch nicht. Jetzt wäre ja eigentlich, wäre ja die Überlegung, was kann man dagegen tun, damit du gut entspannt in Dresden bummeln kannst. So sieht's aus. Ich kann doch nicht nach Wien abends und nirgendwo diese großen Staatsopern und alles. Ich muss noch mal fragen, am helllichten Tag bei Sonnenschein, ist es gemildert? Ist es gemildert? Ja, ist es schon. Also da kann ich mir angucken, wollen wir mal so sagen. Aber ganz, ganz frei und unbefangen auch nicht? Also fast. Mhm. Also sei es denn, dass dann auch wieder so Skulpturen auftauchen oder auch wenn ich so in Räume reingehe am Tag. Mhm. Und das war eben da auch in Dresden, aber unter anderem so eine kleine Ausstellung da am Schloss. Mhm. Und da waren auch so große alte Figuren. Mhm. Also da habe ich auch schon große Bedenken gehabt, da reinzugehen. Ja. Und sogar die Fenster, das muss ich auch kurz dazu sagen, wenn das Schloss sozusagen, wenn man da das passiert, das Schloss, dann ist auf der rechten Seite, haben sie noch stehen gelassen, wie bei uns hier die Gedächtniskirche, mit diesem, also wo man den Turm so hat, als Ruine stehen lassen, haben sie dort die Fenster, die damals durch diesen Angriff, Luftangriff, zerstört wurden, auch noch so stehen lassen. Ja. Das heißt, also es sah gespenstisch aus, diese kaputten Fenster, also ich konnte da nicht hingucken. Und das war aber am Tag. So, das heißt eigentlich, sagt mir jetzt so mein gesunder Menschenverstand, da müsstest du etwas gegen unternehmen. Ja, das finde ich nämlich auch. Du müsstest eigentlich einen guten Psychologen finden, eine gute Psychologin. Eigentlich ja. Ja, die dir dabei hilft, dir da noch weiter auf die Schliche zu kommen und den Knoten zu lösen, damit du das endlich, obwohl du so viele Jahrzehnte mit dir rumgetragen hast, los bist. Ja, das ist sehr lästig. Wir versuchen mal, dir behilflich zu sein. Das wir sehen. Du lebst in Berlin, das ist natürlich wunderbar, da gibt es ja ganz viel Angebote. Ja. Wir sind ausgestattet auch mit allen Informationen über Berlin. Mhm. Du legst auf, meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Das ist lieb. Alles Gute und schöne Grüße nach Berlin. Danke sehr, Domian. Tschüss. Schönen Dank noch. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen um 23.35 Uhr, um 11:55 Uhr, morgen Abend im WDR Fernsehen, ist mein prominenter Gast Jürgen Drews, den ihr auch während der Sendung anrufen könnt, wie wir das immer samstags machen. Und ihr könnt euch jetzt schon anmelden zum Anrufen unter domian@wdr.de. Jürgen Drews, morgen mein Gast um 23.35 Uhr. Und eine Stunde vorher übrigens sind auch schon die Leitungen geschaltet, die 0800 220 50 50. Und da könnt ihr euch dann auch direkt morgen anmelden. Julia ist da und Julia ist 17 Jahre alt. Hallo Julia. Hallo. Hi. Dein Thema. Ja, also mein Freund hat mich mit meiner Schwester betrogen. Oh. Ja. Oh, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ich war ein halbes Jahr mit ihm zusammen. Das war nicht so lange. Naja, egal. Trotzdem. Und wann ist das passiert mit der Betrügerei? Ich war einmal weg. Da ist mir das erste Mal draufgegangen, wovon ich nichts wusste. Mit ihr? Nein, ich war alleine weg. Nee. Er ist einmal mit deiner Schwester fremdgegangen. Ja, und dann beim zweiten Mal, als ich weg war, ist er wieder mit ihr fremdgegangen. Und irgendwann habe ich das halt in einem Brief gelesen. Wie hast du das irgendwann in einem Brief gelesen? Sie hat das sich so gesehen in einem Tagebuch gespeichert. Wie? Und ich hab nicht verstanden, sag nochmal. Also am PC hat sie so gesehen ein Tagebuch und das habe ich darin gelesen. Hast du heimlich krumm geschnüffelt? Nein, ich habe eigentlich was gesucht und dann bin ich zufälligerweise auf die Seite gekommen. Okay, sehen wir es mal so. Und dann hast du es gelesen. Ja.
Und dabei kam raus, dass die, wie alt ist deine Schwester? Du bist 17, wie alt ist die Schwester? 14. 14? Ja. Und wie alt ist dein Freund? 17. Und da hast du es gelesen, dass er mit ihr ja. Sex hatte? Mhm. Bist du mit ihm noch zusammen jetzt? Nein, ich hab sofort den Schuss gemacht. Mhm. Aber das halt, es war schon ein halbes Jahr her. Ja. Aber ich kann das halt nicht vergessen. Ach so, ihr wart ein halbes Jahr zusammen und die ganze Sache ist jetzt auch, aber auch schon ein halbes Jahr vorbei. Ja. Ich gehe mir davon aus, dass du und deine Schwester noch zu Hause bei euren Eltern wohnt. Ja. Und du sie jeden Tag siehst. Ja. Da muss doch auch ein riesen Zoff dann entstanden sein zwischen dir und deiner Schwester, oder? Also ich habe nicht mehr mit dir geredet. Seitdem? Ja, eine ganze Zeit lang. Mhm. Und ich habe das aber auch meinen Eltern gesagt. Mhm. Und sie haben gesagt, dass ich halt nicht immer so sein kann. Und meine Freundin hat mir auch gesagt, ich kann halt nicht immer so zu ihr sein. Mhm. Und irgendwann habe ich mich wieder mit ihr vertragen. Mhm. Aber halt, ich denke daran jeden Tag. Mhm. Und immer wenn ich schlechte Laune habe, habe ich halt einen richtigen Hass auf sie. Verstehe. Auch wenn sie damit nichts zu tun hat. Naja, sie hat schon was mit zu tun. Auch, ne? Ja, aber auch wenn ich mich über anders... Ach so, meinst du das? Ja, ich verstehe. Ich verstehe, wie du meinst. Ja, ja. Wie hat sie das denn, wie hat sie sich denn dazu gestellt, als das rauskam? Wie hat sie das denn gerechtfertigt, was da passiert ist? Ja, meine Mutter hat sie darauf angesprochen. Sie hat einfach nur geweint. Mhm. Sie hat geweint? Ja. Mhm. Und als ich ihn gesehen habe, habe ich halt, ja, auf ihn eingeschlagen. Mhm. Also sie hat geweint und hat gar nichts gesagt? Nein. Was hat er denn gesagt? Wie hat er sich denn zu der Sache gestellt? Er hat so getan, als würde meine Schwester lügen. Ach so. Und als würde das alles nicht stimmen. Dann hat er es doch zugegeben. Ja. Und ich habe meiner Schwester halt gesagt, wenn sie mir alles sagt, bin ich nicht sauer. Ah ja. Und dann hat sie dir alles gesagt? Ja. Und hat er sie verführt, kann man das so sagen? Hat er sie bedrängt? Ja, er hat sie verführt. Also es ging gar nicht von deiner Schwester eher nicht aus, sondern eher von ihm? Ja. Was für ein fieser Kerl, ne? Ja, und ich denke mal, das war nicht das erste Mal, dass er sowas gemacht hat. Also auch bei anderen. Ja. So, das ist ja ganz gut, finde ich, dass es so rausgekommen ist und dass es auch so gelaufen ist, dass er deine Schwester angebaggert hat. Und deine Schwester war immerhin erst 14 Jahre alt. Ne? Und er hat, von ihm ging die meiste Energie da aus. Er hat sie verführt, so kann man es ja sagen. Ja. So, dann finde ich eigentlich schon auch, dass du versuchen solltest, deiner Schwester wirklich zu vergeben. Und wenn du manchmal Wut auf sie hast, dann versuch die Wut einfach runter zu drücken, weil sie ist es ja, du hast ihr ja schon vergeben eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon. Also ich verstehe mich jetzt auch wieder ganz gut mit dir, aber ich versuche das zu vergessen, aber ich kann es nicht. Nee, das verstehe ich auch, weil das eine schlimme Verletzung ist. Die Verletzung hat aber hauptsächlich dein Ex-Freund dir angetan. Der ist immerhin der Ältere gewesen und der hat die kleinere Schwester verführt. Die kleine Schwester hat mitgemacht, nur ist es passiert. Ihr tut's auch leid, vermutlich, ne, oder? Eigentlich habe ich gedacht, dass es ihr leid tut, aber ich weiß, dass sie das rumerzählt. Und das tut ziemlich weh, wenn ich so höre, dass es von ihr weitererzählt wird. Ach so, sie erzählt es rum? Ja. Aber weißt du, Julia, dann soll sie es rumerzählen. Weißt du, wer letztendlich in der ganzen Geschichte sehr blöd dasteht? Das ist der Typ. Und wenn sie es rumerzählt, steht sie auch blöd da. Weil sie ihre eigene Schwester hintergangen hat. Aber nie du. Aber wenn ich so denke, dass andere das wissen und die denken doch bestimmt von mir, was ist sie so blöd und es verträgt sich trotzdem mit ihrer Schwester. Nee. Ich finde das sogar eine tolle Geste von dir, dass du gesagt hast, okay, komm, leg die Karten auf den Tisch und dann ist wieder gut. Man muss ja auch vergeben können. Man muss ja auch verzeihen können. Und man darf so eine Sache nicht irgendwie jahrelang nachtragen. Da haben deine Eltern ja auch schon recht, was sie zu dir gesagt haben. Ich finde, dass du immer gut dastehst. Du bist das Opfer von der ganzen Geschichte gewesen.
Und wenn das alle Leute noch erfahren, niemand wird über dich schlecht denken. Und wenn du jetzt sogar so groß bist, und ich meine, du bist ja die Ältere, so souverän bist und vergibst ihr sogar, stehst du super gut da. Also mach es weiter so. Ja, aber ich kann es halt nicht vergessen, egal was ich versuche. Ich denke da jeden Tag dran. Ja, verstehe ich. Das ist ja auch eine üble Sache. Aber du musst auch ein bisschen dagegen ankämpfen. Man kann sich in so eine Sache auch hineinsteigern und hineindenken. Und man kann das auch immer wieder hervorholen und sich alles im Detail durchdenken. Oder man kann auch sagen, in dem Moment, wo es so in den Kopf kommt, Schluss aus, weg, ich denke an was anderes. Ja, ein paar Mal hat das auch schon geklappt. Ja, und das musst du machen. Das mache ich auch immer so, wenn ich merke, das bringt nichts, sich zu sehr in eine Sache hineinzusteigern. Das bringt ja nichts. Du kommst nur schlecht drauf und du sollst ja nach vorne gucken und nicht nach hinten. Das ist jetzt passiert, das ist blöd gelaufen alles. Und du tust mir leid, dass es dir passiert ist, aber nur ist es passiert, nur ist es Vergangenheit. Und versuch es wegzuschieben. Ja, nur ich höre auch manchmal so, wenn er zu meinen Freunden sagt, von wegen, dass ich halt nur lüge und dass ich halt eine dumme Kuh bin, die einfach nur Lügengeschichten erzählt, obwohl ich gar nichts sage. Weißt du, du bist keine dumme Kuh. Und das Allerbeste ist, mit der Sache fertig zu werden, indem du gar nichts mehr jetzt tust und gar nichts mehr sagst. Und lass Gras über die Geschichte wachsen. Hm? Ja. Das ist das Allerbeste, Julia. Und kämpf gegen an. Ja? Ja. Alles Liebe, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Birgit, 25 Jahre alt. Hallo Birgit. Ja, hallo Domian. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um Geilheit. Oh! Ja. Da haben wir ein heißes Thema zum Schluss. Ja. Und zwar, ich war 3 Jahre verheiratet. Ja. Und bin jetzt seit 6 Jahren ungefähr auseinander mit ihm. Also ich habe früh geheiratet. Ja, Moment, ich rechne gerade. Seit 6 Jahren. Also 3 Jahre verheiratet und hatte 4 Jahre Scheidung, so. Und bin jetzt im 4. Scheidungsjahr. Ja, okay. Ein Jahr jetzt geschieden, Entschuldigung. Lassen wir mal die ganzen Zahlen raus. Also im Prinzip bist du nicht mit deinem Typ mehr zusammen. Genau, 2 Jahre Solo. Ja. Keinen Mann gehabt, nur Frauen. Und nur Frauen? Ja, nur Frauen. Sex mit Frauen? Ja, genau. Also eine Bi-Frau bist du? Ja, das, nee, ich bin, ja, Bi. Ja. Aber das ist auch viel schöner mit Frauen. Und so, ja. Ja, das Problem ist bei mir, dass ich mit Kerlen, also mit Männern einfach nicht mehr so gut klarkomme. Ja, also wenn, wo liegt das Problem? Dann such dir doch nur noch Mädels aus. Ja, das Problem ist bei Männern, also da fehlt halt was. Ich möchte ja gerne einen Mann haben und mit einem Mann glücklich werden. Ja, was? Es fehlt was, wenn du mit einer Frau bist, oder was? Ja, genau. Was fehlt denn da, außer... Ja, der Mann halt. Also mit dem Mann, die Beziehung, Familie und. Das halt. Das habe ich mir immer gewünscht. Also Kinder? Kind habe ich. Ein Kind hast du? Ja. Ja, dann kannst du Familie kannst du auch haben mit einer Frau. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Irgendwie. Warum nicht? Nee, ich finde, mit einem Mann ist das alles harmonischer und so. Mit einer Frau ist der Sex halt viel besser. So. Ich glaube ganz einfach, dass du traditionell denkst. Wenn du mit einer Frau besser kannst und auch besseren Sex hast. Ja? Und wenn du dich in eine Frau, kannst du dich in Frauen verlieben? Nein. Ach so, das kannst du nicht. Aber bei Männern habe ich das Problem, ich habe Angst, mich zu verlieben in Männern wieder. Ich verstehe. Es gibt ja extrem seltsame Formen von Bisexualität. Du kannst mit Frauen gut Sex haben, kannst dich in Frauen aber nicht verlieben. Genau. Gut. In Männern kannst du dich verlieben. Ja. Aber der Sex ist unter Umständen nicht so toll wie mit Frauen. Genau, ja. Könnte es denn sein, dass da mal ein Typ auftaucht, in den du dich verliebst und mit dem der Sex vielleicht dann doch auch ganz toll ist? Das war vor kurzem, dass ich mich in jemanden verliebt habe, nur dann, wo er mich küssen wollte, habe ich ihn rausgeschmissen. Warum? So schlimm? Ja, weil ich irgendwie Angst habe, wieder verletzt zu werden oder so. Aha, also daher weht der Wind. Weil ich sehr, sehr verletzt wurde. Ja, es liegt vielleicht gar nicht am Mann an sich, sondern es liegt daran, was dir da in der Vergangenheit passiert ist und dass du deshalb so gebremst bist in Sachen Männer. Also ich hatte in den 2 Jahren auch nur mit 2 Frauen etwas. Mhm.
Und dann zwei Dates mit Männern und die habe ich beim ersten Kuss direkt rausgeschmissen. Weißt du, was ich glaube, sage ich jetzt mal so ganz aus dem Lameng heraus, du magst bisexuell sein, aber ich glaube, dass du durchaus auch wirklich richtig dich wieder in Karl verlieben könntest und auch mit einem Mann zusammen sein könntest. Wenn du diese Sache auflöst, nämlich die Angst, dass du verletzt wirst, wenn die Angst weg ist, glaube ich, könntest du dich auch wieder auf einen Mann einlassen. Ja, aber wie macht man das? Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wenn die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir rufen dich gleich nochmal an und dann kann man noch so ein paar Details besprechen. Okay? Ja, super. Okay. So machen wir's. Ja, dann danke ich dir, Domian. Alles Gute. Du legst auf, wir rufen zurück. Super Sendung. Dankeschön. Danke. Okay, tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen um 23.35 Uhr, das heißt 5 Minuten nach 11:30 ist bei uns zu Gast, bei mir zu Gast, Jürgen Drews. Ihr könnt anrufen, ihr könnt euch auch mit Jürgen Drews unterhalten. Eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet oder ihr meldet uns einfach unter domian@wdr.de. 23.35 Uhr morgen WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye. Zwei Uhr, Berlin. Im Streit um einen nationalen Stabilitätspakt zeichnet sich angeblich eine Einigung ab. Nach Informationen